Muslim, I came from the streets to Islam, the ghetto. Now when you see your brother, give a palm, embrace with a hug and greet me with salam. Salamu alaikum. I'm a Muslim, I came from the streets to Islam, the ghetto. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Heute hatte ich ein Erlebnis und ich wollte das mitteilen. Und zwar, ich war bei der Arbeit und stand vor der Tür, wo ich da arbeite. Und da kam ein Mann vorbei, ein älterer Mann, und sprach mich an und fragte mich, ob die Bibel aktuell sei für mich. Ich sagte, nein, für mich ist die Bibel nicht aktuell. Für mich ist der Koran aktuell. Er meinte, was? Ich habe gesagt, der Koran ist für mich das aktuellste Wort Gottes. Dann hat er gesagt, ja, ich habe den Koran auch. Habe ich gesagt, ja, okay, das ist für mich aktuell. Die Bibel nicht, ich war vor 10 Jahren Christ. Vor über 10 Jahren war ich Christ, aber ich bin überzeugter Muslim, etc. Dann meinte er, ja, den Koran habe ich auch gelesen, das steht drin, da soll die Bibel lesen. Da habe ich gesagt, wie, da steht drin, soll man die Bibel, wo steht das denn? Und ich sagte, das steht im Koran, habe ich gelesen. Habe ich gesagt, ja, wo steht das, welche Sure, welcher Vers? Habe ich mich wiederholt und da meinte er, ja, da steht in Sure 56. Habe ich gesagt, okay, ich gucke Sure 56, gucke ich Surat al-Waqia. Sage ich, gucken Sie, die Sure kann ich auswendig. Da steht das nicht drin, habe ich gesagt. Da steht nicht drin, man soll die Bibel lesen. Dann Sure 46 vielleicht. Habe ich gesagt, guck mal, das ist Spielchen, habe ich gesagt. Sie wissen nicht. Und das steht auch nicht da drin, habe ich gesagt. Aber ich sage, was in der Bibel drin steht, habe ich gesagt, wie beten Sie? Dann hat er gesagt, ja, ich bete zu lebendigem Gott. Ich habe gesagt, wie beten Sie denn? Ja, zu Jehova. Ich habe gesagt, nicht zu wem. Wie beten Sie? Auf welche Art und Weise? Legen Sie sich hin? Setzen Sie sich hin? Machen Sie Purzelbaum? Was machen Sie? Dann hat er gesagt, da muss man nichts machen. Habe ich gesagt, doch, das steht in der Bibel. Und dann meinte der, ja, wenn das in der Bibel steht, wo steht das? Dann hat er gesagt, nee, das steht nicht. Ich habe gesagt, doch. Hat er gesagt, wo denn? Da wollte er mir ja auch so ankommen. Wo steht das denn in der Bibel? Habe ich gesagt, bei Matthäus. Hat er gesagt, ja, welches Vers? Habe ich gesagt, Matthäus 26, Vers 39. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, könnt ihr nachgucken. Habe ich ihn in den Vers sofort rausgeschossen. Und er meinte so, war der sprachlos. Du wusstest nicht, was er sagen soll. Steht da so und denkt sich, Moment, und guckt in der Bibel und liest das gerade, dass Jesus einen Schritt vorwärts macht oder einen Schritt nach vorne macht und dann warf er sich nieder oder fiel hin auf sein Angesicht, ja, und warf sich nieder. Und er war am Lesen, er wusste nicht, was er sagen soll. Und ich habe ihn auf die Schulter geklappt und gesagt, gucken Sie mal, alter Mann, gehen Sie nach Hause, werfen Sie sich nieder, wie Jesus, habe ich gesagt, und beten Sie Gott um den richtigen Weg. Und so habe ich ihn stehen gelassen und gegangen. Ich fand das so schön, dass die immer so tun, als wären die so 100-mal schlau und sie kennen den Koran und die versuchen Muslime, und da muss die aufpassen, die versuchen Muslime immer irgendwie so reinzulegen, die nicht jetzt vom Koran Bescheid wissen und dann den behaupten hier, man muss von der Bibel lesen. Das war mein Erlebnis. Ich wollte euch das mitgeben. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.